Willkommen bei Vier Räder. Ich war zu Besuch bei Volkswagen und dort ist aktuell Tea Time, was aber nichts mit dem Trinken eines Heißgetränks in England zu tun hat. Denn nach dem Touareg und dem Tiguan hat VW mit dem T-Roc jetzt sein drittes SUV im Programm. Dieses sortiert sich mit einer kompakten Länge von 4,23 m unter dem Tiguan ein und rückt so dem Golf dicht ans Blech. Dieser ist 2 cm länger, bietet aber viel weniger Individualisierungsmöglichkeiten. So lässt sich beim T-Roc die Karosserie zweifarbig lackieren und so glänzt der Dachbogen optional in einer Kontrastfarbe. Abgetrennt wird der Dachbogen durch eine glänzende Chromleiste, welche einem Hockeyschläger nachempfunden sein soll. Der T-Roc hat also ein frisches, für einen Volkswagen fast mutiges Design. Doch weg vom Design hin zur Technik. VW bietet den T-Roc zum Start mit drei Motoren an. Die Basis stellt ein 1,0 TSI mit 115 PS und drei Zylindern dar. Doppelt so viel Hubraum und einen Zylinder mehr hat der 2,0 TSI mit 190 PS, den es wie den einzigen Diesel, den 2,0 TDI mit 150 PS, ausschließlich mit dem Allrad 4Motion und DSG gibt. Welchen Motor ihr wählen dürft, hängt aber auch etwas von der gewählten Ausstattung ab. So gibt es den T-Roc im Basistrim nur mit dem 1,0 TSI. Sehr lobenswert finde ich aber, dass VW auch für das kleine SUV Allrad anbietet. Am meisten wird der T-Roc jedoch als Fronttriebler verkauft werden. Auch das Heck des T-Roc betont mit den kräftigen Schultern und dem fast amerikanischen anmutenden Schriftzug sein SUV-Dasein. Hinter der gegen Aufpreis elektrischen Heckklappe verbergen sich 445 Liter für euer Gepäck. Das sind 65 Liter mehr als im Golf. Das Maximalvolumen mit 1290 Litern nach dem Umklappen der Rückbank liegt aber wieder auf ähnlichem Niveau. Auf der Rückbank profitieren die Passagiere von der Fahrzeughöhe von 1,57 m. Das entspricht einem Plus von 8 cm gegenüber dem Golf. Innen ist der T-Roc unverkennbar ein Volkswagen. Alle Schalter und Tasten liegen griffgünstig. Auch innen lässt sich der T-Roc mit lackierten Blenden individualisieren. Bereits aus dem neuen Polo ist die zweite Generation des digitalen Cockpits Active Info Display bekannt, welches nun zum Beispiel die Navi-Karte noch größer darstellen kann, da der Tacho nur noch kleiner darstellbar ist. Die Infotainment-Systeme sind ebenfalls schon so bekannt wie gut. Hier seht ihr die beste Variante, das Discover Media mit kapazitivem Touchscreen und feiner Glasoberfläche. Der Basis-T-Roc steht mit 20.390 Euro in der Preisliste. Bei all dem Glanz hat mich jedoch die Anfassqualität etwas irritiert. Statt schönem aufgeschäumten Flächen gibt es harten Kunststoff. So wird doch etwas Respektabstand zum Golf gewahrt. Trotzdem wird der T-Roc seine Käufer finden. Ob es nun hippe Stadtbewohner oder Leute sind, die höher sitzen wollen, das entscheidet am Ende ihr.